So, hallo und herzlich willkommen YouTube. Ihr seht, ich bin völlig vorbereitet. Wir haben ein bisschen Tageslicht, wir haben noch den Schal aus dem letzten Livestream und wir haben ein Lenkrad. Was ist neu, Leute? Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für euren unglaublichen Support. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach atemberaubend, was hier schon wieder passiert ist, was der Pausenhof macht, was ihr macht, was die Firma macht, was die Zuschauer machen, was die Lurker machen mit allen drum und dran. Und ja, es wird unschwer zu erkennen, ein Formel-1-Video. Und zwar war mein letzter Spendenbalken dieses schöne Prachtstück hier. Club Sport Magnetic Pedals, wie heißen die? Nee, Club Sport Magnetic Pedal Modul, wie auch immer. Was sind das für Dinger? Ich zeige euch das kurz. Ich mache das mal eben kurz ab. Kurz zum Vergleich vielleicht mal eben. Ich habe das schon alles angebaut. Ich habe doch ein bisschen länger dafür gebraucht, aber es ist ja nicht schlimm. Vorher waren das hier meine Schaltwippen. Das hier. Weißt du, es ist. Und jetzt sind meine Schaltwippen, ja. Ich merke schon das Gelächter. Das hier. Die gibt es natürlich auch noch in schmaler. Also, wenn man jetzt nochmal guckt. Das sind die. Ah, das sind die vorher gewesen. Ne? Das hier sind die vorher gewesen. Ist die nächst kleinere. Und jetzt hätte man, oder ich habe mich halt jetzt gerade für die entschieden. Weißt du, jetzt kann man sich das so ungefähr vorstellen. Sinn und Zweck von dieser ganzen Geschichte war, ich übe jetzt, was heißt ich übe? Ich habe mich ja jetzt dazu durchgerungen, selber zu schalten. Und ich habe eben schon ein paar Rennen gefahren. Was heißt paar Rennen? Also ich glaube, weiß nicht, 15 Runden. Und ich schalte gerade mit allen vier. Also normalerweise, ich könnte ja auch so das Lenkrad halten. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass ich nicht so den vollen Grip habe. Und ich schalte momentan gerade mit der ganzen Hand. Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich die ja so einen Schaufelgriff, hätte ich fast gesagt, anfasse, ist das ein ganz anderes Feeling. Jetzt ist die Frage, Marcel, du hattest doch, ich habe von Amulu zum Beispiel gerade die Frage bekommen oder vorhin die Frage bekommen, Marcel, du hattest doch das. Warum jetzt das hier? Und, ja, es ist Meckern auf hohem Niveau, gar keine Frage. Aber das hier fand ich ein bisschen klein, wie gesagt, von der Schaltfläche. Dementsprechend sind die hier deutlich größer. Das nächste ist, ja, ich könnte es mit einem Kaffeevollautomaten-Beispiel vergleichen, aber hier ist ein Magnet. Und wenn du denn. Guck mal, das nimmt das Mikrofon gar nicht auf. Ne, geil. Du hast ein. Ja, jeder kennt das, wenn du zwei Magneten aneinander hast und du versuchst, also du willst ihn abziehen, dann hast du so einen richtigen Widerstand dahinter. Ist nicht ganz richtig erklärt, aber wenn du hier drückst, löst sich das ja und wenn du zurückgehst, dann wird das direkt vom Magneten wieder angezogen. Das heißt, du hast beim Schalten, ja, spürst du auch richtig was, sag ich mal. Da ist halt eben was hinter und ich habe halt eben mehr Fläche. Das Installieren war relativ simpel. Auch für mich tatsächlich. Also es ist jetzt nicht wirklich kompliziert gewesen. Man muss so ein bisschen kurz gucken. Eine deutsche Anleitung wäre zwar cool, aber ich sag mal, wenn man sich das hier so anguckt, selbst ich mit meinem ja, mageren Englisch bin damit klargekommen. Also Bilder waren da ja am Start. Dementsprechend, ja, vielen, vielen lieben Dank dafür, Leute. Also ich habe eben, wie gesagt, bin ich ein paar Runden gefahren und es kam schon extrem geil rüber. Komisch im ersten Moment natürlich, ja, dass diese Schaltwippen, für die sich das vielleicht auch kaufen wollen, die Schaltwippen sind jetzt einen Tick weiter hinten. Also wenn du jetzt so guckst, da ist halt schon ein bisschen was zwischen. Sonst hattest du ja quasi, oder du hältst ja deine Hand so. Aber ich mach noch mal eben ein bisschen Licht an. So. Guck mal, du hast ja normalerweise so. Und bei den standardmäßigen hast du die quasi schon hier vorne. Das heißt, der Weg, der ist ein bisschen, ja, extremer, sag ich mal, weil ich kann ja auch nur die Seite mal eben anmachen, ne? Also ein bisschen weiter hinten. Daran muss man sich vielleicht kurz gewöhnen. Aber auch hier zum Beispiel, wenn man das jetzt ranmacht, man kommt hier vorne gar nicht mehr ran, aber. Also nicht mehr so gut. Aber das passt schon, das passt schon. Genau, ich bin immer noch geflasht, Leute. Also ich habe einfach gedacht, ich muss mal wieder ein Video bringen.
Ich habe echt Bock drauf und ich habe mit Schalten Bock und ich habe auf Formel 1 Bock und ich habe auf das nächste Spiel schon Bock und es macht einfach Spaß und ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen was ausgelöst bei den Fahrern, die bei mir ganz gerne so mitfahren. Viele haben Traktionskontrolle jetzt aus, ABS aus, schalten auch selber, egal ob Controller oder Lenkrad. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Also, dass Leute wegen mir was ändern, beziehungsweise was heißt was ändern, aber den Spaß dran gefunden haben. Also ich bin weiterhin der Meinung, wir sind keine Schwitzerliga. Wir haben ja einfach nur eine Tabelle, um einfach zu gucken, wie man steht. Und ja, es ist dann so ein bisschen Ansporn, aber für mich ist das kein Geschwitze, weil wenn es Geschwitze wäre, dann würde ich so lange offline testen wie blöd, dass ich da bloß die bestmöglichste Performance abliefern kann. Und ja, wir fahren einfach mal eben ganz Suche ein, zwei Ründchen. Und dann kann ich nebenbei nochmal eben was erzählen, was wir nämlich noch so vorhaben. Achso, was ich auch nebenbei neu gemacht habe, das hier. Weißt du, dass man einfach so switchen kann. Hatte ich vorher auch noch nicht, jetzt haben wir's. So. Wir fahren, ich weiß nicht, wir fahren ziemlich wahrscheinlich gleich, also ich nehme das Video ja einen Tag vorher so gesehen auf, fahren wir ziemlich wahrscheinlich USA. Zack, mal eben, ach ja, komm, Mercedes rein. Zack, genau. Weil wir machen das so, wir fahren ja einmal die Woche Open Lobbies. Erstmal 25% Rennen, dann 50%, dann wieder 25%. Die drei fahren wir auf realistisch und dann meistens auf gleiche Leistung. Und das 50% Rennen war lange Zeit immer das, was wir sonntags schon gefahren sind. Aber jetzt machen wir es so, dass wir die Strecke voten, damit dieser Schwitzer-Effekt so ein bisschen rauskommt. Und ja, es sieht bisher danach aus, dass wir aus Australien fahren, dass wir Amerika fahren. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Fliegende Runde. Ja, warte, den erzähle ich das erst. Also, Leute, nebenbei, wo wir schon ein Formel 1 Video machen. Momentan, Stand jetzt, wenn das Video rauskommt, könnt ihr euch für Karfreitag anmelden. Da fahren wir Russland um 16 Uhr am Karfreitag. Das müsste der, mal eben gucken, ich muss noch selbst mal eben gucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Karfreitag ist der 2. April, 16 Uhr, 100% Russland. Da könnt ihr euch noch bis zum 30. März, 12 Uhr anmelden. Das nächste ist das Rennen am Ostermontag, also am 5. April. Da könnt ihr euch noch bewerben bis zum 1. habe ich, glaube ich, geschrieben, ne? Genau, bis zum 1. So, dass man halt quasi jetzt auch die Möglichkeit hat zu sehen, ach Mensch, Marcel, du hast nicht nur neue Wippen-Sondermotto, sondern wann ist denn das nächste 100% Rennen? Und jetzt Sonntag fahren wir 100% Singapur, da sind wir voll. Dann fahren wir halt Russland, dann Japan und dann geht es halt immer so weiter. Und wenn wir dann Ostermontag quasi Japan gefahren sind, werden wir, ja, passt ja auch ganz gut mit Amerika jetzt. Dann kommt ja, meine ich, im Rennkalender Amerika, ne? Genau. Richtig, so sieht's aus. Und dementsprechend will ich euch einfach mal eben eine Runde zeigen. Und mal erstmal. Oh, das war. Nee, das hätte ich auch eben machen können, ne? Oder jetzt. Man hat genau jetzt das Gefühl, auch wenn ich jetzt nicht ganz rausgekommen bin oder nicht richtig raus. Wenn man drückt, erstmal ist das deutlich leiser. Ich höre das Geräusch fast gar nicht. Oh, nein, 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 das war zu viel. Ich höre das Geräusch fast gar nicht. Und ja, vielleicht hatte jemand das Glück, schon mal das im Auto zu haben, so eine Schaltwippen. Du hast halt so, ja, das ist wie beim Schalten beim Auto, so dieses. Das andere ist so, ja, ich weiß nicht. Es ist zwar geil, aber man merkt doch noch so ein Upgrade tatsächlich. Es fühlt sich einfach besser an, auch dieses. Ah. Gut, jetzt muss man das natürlich auch noch richtig einsetzen, Marcel. Wir fahren mal eben zwei Runden auf entspannt. USA ist jetzt auch nicht unbedingt meine Traumstrecke. Aber ich habe halt Bock, alles zu fahren. Also es gibt keine Strecke, die ich nicht fahren will. Man hat halt wirklich das Gefühl, während man fährt, auch wenn ich jetzt unbedingt nicht der Typ bin für Hotlap-Videos, dass man. Ja, man fühlt sich sicherer, sag ich mal. Ah, das war jetzt nicht ganz so gut gefahren. Das ist so, als wenn.
Vielleicht kennt ihr das aus dem echten Leben. Du hast dich, du hast Schaltung im Fahrzeug ganz normal und hast den falschen Gang drin, sag ich mal. Dann denkst du so, oh Scheiße. Das passiert dir hier nicht. Weil du einfach mehr Grip hast. Du kannst hier nicht abrutschen, du hast eine genug Fläche. Und für die das hier zu groß ist, die können ja immer noch das Kleine reinsetzen. Und auch wenn du, das ist so ein bisschen. Ja, wenn du an was ziehst hier jetzt an den Schaltwippen, das Gefühl ist einfach nice. Und ich habe das, ja, auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich viel gefahren bin, habe ich das Gefühl, dass mir das weiterhilft, sag ich mal. Nicht nur, dass die Qualität besser ist, sondern dass sich das auch einfach besser anfühlt. Also dementsprechend ist das hier ein Video für die, die sagen, Marcel, Mensch, ich habe zwar auch das Lenkrad, aber ich weiß nicht, brauche ich das? Ja! Also es fühlt sich einfach geiler an. Das ist so, weiß nicht, für die Controller-Spieler unter euch, wenn ihr mal mit dem Lenkrad fahrt, klar seid ihr erstmal langsamer, aber das Gefühl ist halt einfach schöner so, ne? Und gut, es ist natürlich auch Geschmackssache, gar keine Frage. Man muss sich doch ein bisschen konzentrieren hier. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also das Video dient erstmal dazu, zu sagen, Mensch, Marcel, du bist ja immer noch bei den 100% Rennen dabei. Da möchte ich mich gerne anmelden. Wie mache ich das? Einfach Discord join. Im Info, also erstmal bei den Filmregeln die Formel 1 Rolle annehmen. Und auf den Geldschein klicken, damit ihr die ganzen Channels überhaupt seht. Dann geht ihr in den Info-Channel ganz unten, bewerbt euch einfach, da müsst ihr einfach nur für das jeweilige Rennen die Flagge anwählen. Oder halt auf Fragezeichen machen oder auf X, wenn ihr sagt, Mensch, das Wochenende kann ich doch nicht. Und dann gibt es halt Anmeldefristen, sag ich mal, und dann geht das los. Das erstmal. Dann, glaube ich, kann man auch hier schon gut sehen, auch wenn ich sehr fokussiert bin, dass das einen Heidenspaß macht. Also, Formel 1 ist jetzt schon etwas älter und viele fassen das ja gar nicht mehr an. Aber es macht einfach turbo viel Spaß. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach, und dann zusammen mit euch, herrlich. Dann ist das Video natürlich auch an diejenigen gerichtet, die vielleicht sagen, ah, USA, schön Austin, müsste das Texas, glaube ich, sein, ne? Ist das was für mich? Weil die Schikane hier zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Wo? Guck mal, das habe ich doch gerade besser genommen. Also ich habe doch in der Kurve quasi Zeit gut gemacht wieder. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn man sich an den Schaltwippen auch so festhalten kann. Das ist so. Ah. Ich meine, manche von euch werden jetzt lachen und sagen, Marcel, was machst du denn da eigentlich für ein Rotz-Video jetzt, ne? Aber wenn du was verkaufen willst, sag ich mal, dann musst du davon überzeugt sein. Und wenn du das denn selber sogar noch hast, Ehre. Apropos verkaufen, also ich habe keinen Reffling dazu, aber Dave geht mir an der Stelle. Grüße ihn raus. Also es ist einfach. Ja, ich könnte Stunden so weitermachen. Ah! Egal. Gut, aber das ist das, was ich euch zeigen wollte. Also, herzlichen Dank für einen weiteren Balken, den ihr mal eben so blam voll geklatscht habt. Ich glaube, Laronne, wenn du dieses Video sehen solltest, ich glaube, die Kleingeldaktion im Stream war, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr köstlich. Von ganzem Herzen wirklich danke. Also, ich hoffe, ich kann mich im Laufe der Season steigern und ja, das Gute ist, dass man die Schaltwippen, sollte ich auch irgendwann mal ein anderes Lenkrad nehmen oder ein 2021 Edition oder sowas, dann kann man das dementsprechend auch umbauen oder umrüsten, was relativ simpel geht, und das ist auf jeden Fall geil. Also besucht gerne unseren Discord-Server, besucht mich gerne auf Twitch, dementsprechend könnt ihr auch mitfahren und ja, ich freue mich auf rege Beteiligung, lasst es auf jeden Fall krachen, dicken Kuss auf jeden Fall und ja, wenn Fragen sind, einfach fragen. In dem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns im Stream. Hauen Sie rein.